fühlt sich gut an. Sieht auch noch sexy aus, oder? Es läuft mir irgendetwas Warmes bei, aber ist das der Ölwechsel von vorher? Wahrscheinlich schon. Oder? Herzlich willkommen dann her zum Freestyle-Magazin. Ein weiteres Mal würde ich sagen, wir haben viel, viel Selbstüberwindung. Auch das mal in der Sendung gehen, den inneren Sohn überwinden. Wir haben den Julien Dupont, ist ein Trialbiker. Dann gibt es Patagonia Expedition Race. Und jetzt fangen wir zuerst mal mit dem Julien Dupont, Trialbike in Rio, in der Favelas. Und zwar durch die engen Gässchen durch, muss ich das mal vorstellen. Motocross-Maschinen sehen auch leichter aus. Bei den Trialbikes ist das kein Unterschied eigentlich. Sie sind recht schwer und das alleine macht es schwierig. Auch wenn das alles Profis sind, darum wünsche ich viel Glück durch die engen Gässchen durch. Also, schaut es euch mal an. Wir befinden uns in Rio de Janeiro. Die 12-Millionen-Metropole unter dem Zuckerhut ist bekannt für die Copacabana, einem Karneval und einem äußerst lockeren Lifestyle. Platzknappheit in den Favelas ist natürlich keine Überraschung für den Julien. Und wenn auch souverän und gekonnt manövriert sich der französische Trial-Freestyle-Biker durch die schmalen Gässchen, hält sich jede Stege ab und kostet das Gelände nach Belieben aus. Aber Achtung, das Bike muss natürlich richtig ausgewählt sein. The bike is it's a trial bike, it's a trial motorbike, it's a 300cc to stroke. It's a very funny bike because it's really light and manageable, and you can dance, you can bounce, you can ride anything, anywhere. Also, der Fall ist klar. Wenn bei euch in der Garage noch ein Töff vom Vater rumsteht, der nicht allzu schwer aussieht und noch mächtig Lärm macht, dann pfeifelt auf die Copacabana das nächste Mal, wenn ihr per Zufall Halt in Rio macht und geht mit eurem Töff in die Favela. Aber aufpasst bei denen, die sich nicht auskennen. Man biegt schnell einmal in ein Sackgass ab. Brazil, it's first time for me. It's sunny days. And I have a very good time here. I meet some super cool people. Seeing typical stuff and having fun. It's super good. Also, für all die, die es ernst genommen haben, dann doch noch eine kleine Warnung. Falls ihr dann mal wirklich auf Rio geht, dann besucht den Strand und sicher nicht Favelas. Zumindest nicht auf eigene Faust. Der Julien Dupont war mit einer fünfköpfigen Kameracrew und einigen Bodyguards unterwegs gewesen. Und das nicht für eine Woche, sondern für einen Tag. In dem Sinn, Motocross in den Favelas wohl eher nicht. So, wir kommen jetzt zu Patagonia Expedition Race und da muss man sagen, für ganz spezielle Menschen. Für gewisse Menschen ist es schon eine grosse Überwindung, vom Sofa aufzustehen, den Gang zum Kühlschrank, oder? Das ist so denen ihre innere Soul. Und jetzt kommen wir zu der Spitzenklasse von denen, die sich wirklich in den Arsch klüben und die innere Soul können überwinden. Ich sage nicht mehr dazu, schaut es euch mal an. Es ist so Strongest Man, Survivor, es ist alles drin. Kommt alles drin vor. Wow. Der chilenische Teil von Patagonien ist die Heimat von vielen unerforschten Bergen, fantastischen Fjorden, imposanten Gletschern und riesigen Eisfeldern. Und natürlich vom sogenannten letzten wilden Rennen der Welt. Jedes Jahr kommen internationale Teams nach Südamerika, um sich der unzähmten Wildnis zu stellen. Und jedes Jahr verwandelt sich das Patagonian Expedition Race von einer körperlichen Herausforderung zu einem existenziellen Überlebenskampf. 20 Teams gehen an den Start und nur die Hälfte, das kann man jetzt schon sagen, wird ins Ziel kommen. Willkommen zu einer Geschichte über ein Rennen, mitten in der unvergleichlichen Schönheit von Patagonien. Eine Geschichte über Fairness und Teamgeist.
über Beharrlichkeit und Leidenskraft, Abenteuer und Belohnung. Das ist das Patagonian Expedition Race 2012. The last wild race. It's very, very well named. There's no other race that we've ever done that's anywhere close to this field, this remote, this real. Zum Auftakt vom 10. Jubiläumsrennen fahren die Teilnehmer mit dem Velo die südliche Küste von Südamerika ab. Danach wird die Magellanstrasse überquert. Mit dem Kajak erreichen Teams dann Dawson Island, tragen ihre Boote auf die andere Seite und beenden ihre 87 km lange Überquerung vom Feuerland. Von dort aus laufen sie 75 km durch Hochmoor, Wälder und Biberdamm, um dann wieder auf die Bikes zu steigen und 140 km Richtung Ande zu fahren. Im Karukinka Park fängt dann der letzte Trekkingabschnitt an. 142 eindrucksvolle Kilometer durch Darwin Range, über gewaltige Berge, Gletscherflüsse und wilde Wälder. Wenn der Beagle Channel erreicht wird, steigen Teams wieder in die Kajaks und paddeln 47 km des südlichen Gletscher entlang ins Piafjord und somit ins Ziel. Dort wartet scheinbar Champagner auf die Gewinner. Wir gehen mal davon aus, dass ein Bier und ein Steak ein bisschen besser ankommen würden. Before we started the race, we aimed to be in the top three. So even from the beginning, from the first mountain bike section, we pushed ourselves. We really didn't think that we'll be able to keep up the pace. Schon vor Tagesanbruch erreichen die ersten Teams die Umstiegsstelle. Da geht's von den Bikes ins Kajak. Am Strand liegt das Adidas Terex Brunesco Team aus England, Gear Junkie aus den Staaten und East Wind aus Japan in Führung. Sie haben eine äußerst kalte Nacht hinter sich, das stürmische Patagonien, aber immerhin eine untypisch windstille Nacht. Teams bauen ihre Bikes auseinander und packen sie in ihre Boxen. Dann beladen sie die Kajaks mit ihrer Ausrüstung. Ein schneller Umstieg an diesem Checkpoint ist ungemein wichtig. Gut organisierte Teams verlieren nämlich keine Zeit, um in ihre Kajaks zu kommen. Und wo die Sonne über die Magellanstrasse endlich aufgeht, paddeln die ersten Teams bereits im Wasser. Die Teams müssen ihre Kajaks über Felder und durch Wälder transportieren. Erfahrene Teams wie Titelverteidiger von Adidas Terex sind mit Tragegurt zum Ziehen ausgerüstet. Aber auch mit dem richtigen Equipment müssen Teams vor allem Beharrlichkeit beweisen, wenn sie schnell vorwärts kommen möchten. Im Ziel, Adidas Terex ist immer noch in Führung, können Teams wieder ins Wasser und jetzt von der Bucht aus auf die andere Seite der Insel paddeln. Dort wartet dann Checkpoint Nummer 4. Übrigens, die Magellanstrasse ist im Jahr 1521 vom portugiesischen Seefahrer Ferdinand Magellan entdeckt worden. Die Gegend hat er dann auch schon damals Feuerland getauft. Aber eigentlich dominieren eine feuchte Tundra, Flüsse, Sümpfe und Biberdämme die Region. Und die Inseln des Archipels sind fast unbewohnt und haben kaum moderne Infrastruktur. Trotzdem kommen Teams auf dem relativ flachen Streckenabschnitt gut voran. Bald wird also wieder getrampelt. Nachdem sich die Teams von der Magellanstrasse über die Tundra zu den Wäldern vom Karukinka Park vorgeschafft haben, steht den Teams jetzt 140 km Velofahren durch die Grasländer vom Feuerland bevor. Mit dem schneebedeckten Gipfel von der Darwin Range immer vor Augen nähert man sich durch Weidelandschaften langsam aber sicher im Vorgebirge. Kaum sind die 140 km Velofahren überstanden, steht eine 142 km lange Wanderung bevor. Gewisse Teams werden hier dafür ganze 3 Tage brauchen. Die Führenden sind schon tief in die patagonische Wildnis eingedrungen und keiner von den Teilnehmern weiss, was ihn dort erwartet. 300 km sind bis jetzt gesamthaft absolviert worden. Über 200 km liegen noch vor ihnen.
Einfach rasch, dass wir uns sicher richtig verstehen. Der 142 km lange Marsch ist alles andere als ein Spaziergang im Park. Teilnehmer klettern über Bergpässe, durchschwimmen Flüsse und seilen sich an Felsen ab. Endlich befinden sich Teams in der Darwin Range. Trotz Erschöpfung nach zwei harten Tracking-Tagen müssen sie jetzt auf Berge klettern und Gletscher überwinden. Über 100 Kilometer müssen Teams jetzt noch ins Gebirge reinlaufen. Aber die weitläufige Landschaft, die Hochgebirgsee und der blaue Himmel lenken doch ein bisschen von den Schmerzen und Verletzungen ab. Trotzdem, die körperliche Verfassung der Teilnehmer wird im Verlauf des Rennens natürlich nicht besser. Und die letzte Etappe, die durch unwegsames Gelände führt, setzt dem Ganzen natürlich Kronen auf. Die Hände sind vom Walz erfurcht, die Beine sind geschwollen und die Sehnen entzündet. Die Füße haben Blasen und sind wund. Und weder ein McDreamy noch ein Schwarzwalddoktor lässt sich blicken. Seit über 130 Stunden sind Teams jetzt unterwegs. Endlich kämpfen sich Teams aus der Darwin Range raus und das Ufer vom Beagle Channel ist in Sicht. Und genau hinter dem Strand wartet der lang ersehnte Checkpoint Nummer 19 auf Teams. Es zeigt das Ende von dieser ebenso schönen wie harten Tracking-Etappe. Am Checkpoint Nummer 19 warten Teams darauf, dass sie aufs Wasser dürfen. Die chilenische Marine achtet bei den Kajakabschnitten auf ihre Sicherheit. Aber eben, bevor die letzte Etappe durch den tiefen Piafort starten kann, müssen die Militärs die Erlaubnis erteilen. Einige Mitarbeiter und Presseleute brechen schon vor den Teilnehmern zu einer zweitägigen Expedition auf. Sie möchten vor den Sportlern den mit Eisbergen gespickten Fjord erreichen. Dass das stürmische Wetter sich leider nicht bessert, beschließt der Renndirektor Stjepan Pavicic, den Kurs zu verkürzen. Er lässt Teams mit der Broomfähre vom Beagle Channel in die ruhigeren Gewässer vom Fjord bringen. Nach 147 Stunden und 39 Minuten Nonstop Velofahren, Tracking und Kajakfahren erreicht das Team Adidas Terex Brunesco die Ziellinie vom Patagonian Expedition Race 2012. Und es ist so, wie befürchtet, die Extremsportler werden nach dieser langen Reise mit Champagner empfangen. Toll! It was a wonderful feeling. It was a hard race and there was obviously a bit of a delay because of the wind, but it was really good to actually cross the finishing line and to have that sense of achievement. Das Team Gear Junkie muss hinter den Japanern mit dem dritten Platz vorlieb nehmen. Sie haben Unterkühlungen, Mayonnaise-Mahlzeiten und eine äußerst aufregende Abkürzung über einen verschneiten Pass überlebt. Sie beendet das Patagonian Expedition Race mit einer Zeit von 162 Stunden und 31 Minuten. Patagonian Expedition Race ist definitiv mehr als ein Wettkampf. Es ist eine Reise, die mit einem Traum anfängt. Ein Traum vom Naturschutz, vom Abenteuer und von der Wildnis. Und genau diese Träume brauchen Inspiration, um wahr zu werden. Hier wiederum hat sich die Inspiration in eine Expedition verwandelt. Sie zieht Menschen aus allen Ecken dieser Welt an und lässt sie eine unvergessliche Reise als Ende der Welt erleben. Und bei diesen Bildern glauben wir sofort, dass man eine solche Reise durch die chilenische Patagonien im Leben nie mehr vergisst. In diesem Sinn gratulieren wir allen, die das Patagonian Expedition Race 2012 beenden konnten, zu dieser fantastischen Leistung. Ihr Sportgeist hält das vom Aussterben bedrohte Rennen nämlich am Leben. So war es immer und so soll es bitte schön auch bleiben. Hello, what's going on, gossip?
Hey, was lachst du? Wir haben hier den Little G. Hello. Hey, hello. I'm Little Flash. Do you like my entrance? Yes, good. It looked good, huh? Hurt a little bit for humans, but I'm not human. I'm unhuman. I'm immortal. So what are you doing in Switzerland? B-boy? B-boy, competition. You see one cipher in Switzerland and judge. And you're the judge? Yes. So what do you look for the judge? Are they good looking, good built, willing to learn? What? What is the point you look? Clean and enjoy. Clean and enjoy? Yes. Fun. Yes, fun. No aggressive? No crash. No crashes? All right. You crash now. That was not a crash. That was purpose. That's my skills. Oh, okay. I never had a normal landing. You never. Tight. Yeah, because you know it makes you tough. See all those muscles? Where do you think they're coming from? Power. Power? Yeah. Also, Little G, wir schauen mal ein bisschen einen kleinen Ausschnitt an. Er ist Judge natürlich auch noch und B-Boy selber in Biel ist Judge. Wir wollen mal wissen, so viel, was er drauf hat. Das ist immer noch schön, oder? Wenn man sieht, dass die Judge natürlich auch noch selber richtige Skills haben und auch draus kommen. Das ist eine Voraussetzung. Und darum schauen wir mal schnell seinen Teil an. Zu einem kleinen Spiel. Das Spiel geht so. Wir kommen Fragen geliefert über. Der, der schneller und sie richtig hat, darf dem anderen das Wasser an den Grill schmeißen. Fangen wir an! You ready? Sure. Vamos. Vamos. Buenos Aires. Sí. Ja, aber hey. Das sorry. Nein, jetzt kommt es auf Spanisch, die erste Frage, okay. Enrique Iglesias. Lilou. Lilou. From France. Fast Christ. One more. Mit Kohlensäure. Nächste Frage. 24. Bam! Nein. Ah, du das! Okay, 2-1. You were wrong, you can. Yeah, I was wrong. You have to punish me now. You want to punish me with that or with this? Make a choice. Yeah, alright. Davila. Jutibel. Was ist? Weißt du es nicht? You don't know? Schon zu viel gefreut. Amarillo, azul y rojo. Red, blue, white. Blue, white, no. Yellow. Ich glaube, es macht am langsam Spaß. $27 million. Vamos. I know it. Thriller. Right? Good. Bye. The letzte. Ja, scheiße, gell? Mach ich auf den Boden. MC, B-Boy, Maus, Physik.
Penis? No. The last one, okay. So, Ray, thank you. Vamos, danke, Chu. Thank you for being here. Merci vielmals, zuschauen. Es läuft noch vorbei, sagen. Moment schnell. Indische Woche ist vorbei, oder? Chili con carne, eh? Und ciao, gib kein. Hast du mich nass gemacht? Ciao zusammen, weiter geht's zu Sendung. Like home, hä? No? Yeah, almost. Ich kann eigentlich immer das Gleiche. Am Schluss muss ich nur noch Tschüss sagen. Und irgendwie fällt mir immer die Verabschiedung so schwierig, weil irgendwie kann man nicht lösen von dem Moment, dass ich so was gesehen habe. Ist einfach geil. Das andere hat sich aber besser angefühlt. He? Also, ich sage, merci vielmals fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal am Montag um 7 Uhr. Hoffentlich kann ich euch begrüßen in einem schönen Outfit. Ich sage danke, danke, tschüss zusammen.